Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir testen mit euch amerikanische Süßigkeiten. Auf Instagram habe ich euch ja bereits erzählt, dass ihr dafür nicht bereit sein werdet. So, erstmal zu dem Special Guest, meinem Schatz. Hallo! Und zwar habe ich hier so eine kleine amerikanische Box mir zugelegt. So sieht die Box in nah aus. Übrigens, was ich noch erwähnen wollte, ich habe 2 Boxen gekauft. Das heißt, ja, vielleicht drehe ich dann nochmal ein zweites Video. Und ich habe von denen hier eine größere Packung gekauft, aber ich wollte nicht mehr warten. Deswegen testen wir das Ganze jetzt einfach mal. Also hier, das kennt glaube ich jeder, das ist ein Mini-Burger. Ja, schmeckt eigentlich genauso wie das bei uns. Punkte von 10. 10 Punkte. Ja. Nächstes testen wir die Jelly Bean. Die gibt es mittlerweile auch in Deutschland zu kaufen. Und wir haben damals die eklige Bohnen-Challenge gemacht mit diesen Teilen. Das war echt assi. Da gibt es verschiedene Sorten. Banane, Blueberry, Tutti Frutti, Coconut und Wassermelone. Ja. Ja, dann probieren wir Tutti Frutti. Mhm. Mm. Das Tutti Frutti schmeckt wie Kaugummi. Deswegen gibt es bei mir eine 5, weil das fühlt sich an wie Kaugummi und ich mag das nicht. Also ich liebe es. 8 Punkte. Wir gleich mal die Nerds. Und zwar bin ich sehr gespannt, wie die schmecken, weil die habe ich in größer bestellt. Das sind keine Kaugummis. Das schmeckt lecker. Das schmeckt echt geil. Wie diese Babyfläschchen, wo diese Kugeln drin sind. Ja, diese genau. Liebesperlen. Ja. Ich finde eine glatte 10. Ja, schmeckt eigentlich ganz gut. Schmeckt echt. Und das sind hier solche Center Shocks. Ich glaube, die kennt auch jeder von euch. Also bis jetzt waren keine amerikanischen Süßigkeiten da. Außer die hier. Und wir teilen uns den jetzt, weil da war jetzt nur einer dabei. Oh, wow. Was ist ein Gurzel? Ah. Oh mein Gott, Leute, das ist ein Gurzel und das ist sauer. Und ich hasse sauer, deswegen eine 2. Ach du Kacke, nee. Das war echt extrem sauer. Hot Candy. Das ist auch ein Bonbon-Schatz. Angel, ich kenne diese Marke nicht. Das schmeckt geil, gell? Mhm. Eine 10. Mhm. Butterfinger. Probieren wir. Also das sieht schon mehr nach amerikanisch aus. Und boah, geil. Leute, das schmeckt besser als Snickers. Ich gebe 10 Punkte. Ich gebe auch 10 Punkte. Mhm. So, und das ist auch in der amerikanischen Branche sehr bekannt. Mhm. Nicht so mein Geschmack. Was? Ich finde es sogar besser als das Butterfinger. Nee. Bei mir also, ist es eine 10. Bei mir eine 6. Was? Nee, ist überhaupt nicht meins. Okay, Leute. Hört nicht auf sie. Tab ist Cherry Lemon Head. Das sieht so aus und sieht ganz schön gut aus. Stößchen. Also von mir gibt es eine 6. Der eine Geschmack 5. Trifft, der mich, Geschmack so trifft mich auch nicht. 5. Dann habe ich hier noch eine Schokolade. Das schmeckt ekelhaft. Das schmeckt nach null. Na, was schmeckt? Ja. Boah. Leute, empfehle das ich nicht. Wie abgelaufene Schokolade, ey. Schlimmer. Das war so ein Minzgeschmack noch dazu. Also 2. 1. Gott sei Dank, hier bekommen wir jetzt Bubblegum. Wassermelone. Mmh, Kaugummi. Oh. Mmh. Oh mein Gott. Also? 10. Ich liebe Wassermelone. Und dann noch Kaugummi. 10. Ich sage 8. Weil mir ist das zu viel Kaugummi auf einmal. Okay. Und ich weiß nicht, ob der Geschmack lange bleibt. Kann man in Amerika kaufen zum Frühstück. Den muss man in den Toaster reintun. Nur ich weiß nicht, ob das Ganze klappt, weil hier ist Schokolade. Ich kenne das nur von einer Serie von Full House. Aha. Und das sieht einfach nur abgefuckt geil aus. Strawberry Milkshake. Die Twinkies. Sie meinte, sie hat es aus einem Film und deswegen probieren wir das Ganze. Ich bin sehr gespannt, wie es schmecken wird. Und ja. Steckt im Toaster. Unser Toaster ist kaputt. Wir können das nicht mehr nutzen. Und wir haben gar keine Ahnung, was wir jetzt machen. Das ist soweit. Wow, fuck. So, Leute, was jetzt bei uns Sache ist, wir müssen uns einen neuen Toaster kaufen. Mh.
von einem so einem Ding würde ich schon satt werden zum Frühstück. Also das ist mega geil. Eine 10. Und du? Ja, auch. Wo waren wir davor stehen geblieben? Bei unseren lieben Twinkies. Der Teig schmeckt mir ein bisschen auf der Zunge. Prickelt habe ich ein bisschen, so wie bei Ananas, da habe ich auch so eine Ja, also Allergie. Der Teig könnte echt ein bisschen besser sein, aber sonst schmeckt es richtig gut. Bei mir gibt es 8 Punkte. Von mir auch 8. Dann Oreo Carrot Cake Geschmack. Boah, das stinkt. Nicht mein Fall. Eine 4. Es schmeckt schon gut, aber original ist halt original. Also von mir gibt es 6 Punkte. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt auf eine ganze Oreo-Reihe, dann Daumen nach oben. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ciao!